Herzlich willkommen zu Zellima Talks. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind und bedanken uns herzlich für Ihr Einschalten. Stefan Prechtl wird Sie heute mit großem Vergnügen durch dieses spannende Webinar führen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, Dr. Thomas Müller, Biologe aus Heidelberg und Spezialist für Elektrophysiologie und Zellbiologie. Thomas kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken, die über 30 Jahre in der frühen pharmazeutischen Forschung umfasst. Seit gut 10 Jahren arbeitet er im zellbiologischen Hochdurchsatzscreening bei Bayer und hat maßgeblich an der Entwicklung mehrerer Substanzen bis zur klinischen Reife mitgewirkt. Zudem hat er kontinuierlich an der Verbesserung und Optimierung neuer Methoden und Technologien für das Hochdurchsatzscreening gearbeitet. Das Thema unserer heutigen Episode lautet Wächter der Gesundheit, die Erforschung von Ionenkanälen in der frühen Arzneimittelforschung. Wir werden tief in die Welt der Ionenkanäle eintauchen und ihre entscheidende Rolle in der Arzneimittelforschung beleuchten. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Expertenwissen aus erster Hand. Nochmals vielen Dank fürs Einschalten und viel Vergnügen mit dem Webinar.